Okay. Also jetzt zeichne ich das auch noch aus. Mal sehen, ob das alles funktioniert. Also es ist ja so, dass wer krank ist, sei es mit Corona oder auch sonst was, kann nicht hier sein oder sollte nicht hier sein. Deswegen war jetzt die Idee, dass ich versuche, hier diese Technik hier drin zu verwenden, die wir bisher verwendet haben für diese Hybridveranstaltungen, wo ein Teil im Hörsaal war und ein Teil zu Hause, weil sie auch die Chance haben, wenn sie mal nicht herkommen können, sich zuzuschalten. Jetzt warten wir mal, ob wir das brauchen oder ob wir irgendwann sagen, wir wollen an die Tafel zurück. Keine Ahnung. Weiß nicht, was Sie jetzt in den letzten Tagen oder auch im letzten Semester, es war ja nicht alles online, schon so an Kombinationen gesehen haben. Ich habe jetzt mal ein paar Dinge mitgebracht, die wir noch kennen aus der Online-Zeit. Da ein Tweetback hätte ich immer noch. Und hier habe ich schon mal eine Chatwall angegeben, da haben auch schon ein paar was reingeschrieben. Das ist wunderbar. Das ist irgendwie abgeschnitten, oder? Ach Gott. Das war alles schon mal besser. Hm? Wenn Sie mir zugucken, wie ich hier mit meinen verschiedenen Spielzeugen rumspiele. Okay. Jetzt testen wir mal, ob das besser wird. Wenn wir das so machen. Jetzt geht gar nichts mehr. Ne? Okay, tut mir leid, das hilft nicht. Jawohl, Sie fragen schon, ob Sie helfen können. Gut. Ja. Also ich habe in der Tat ein paar abwartende Sachen ausprobiert, aber hier hänge ich jetzt gerade, das müssen wir heute so ein bisschen abgeschnitten nehmen. Die Feedback-Sache hier, das muss ich noch gucken, wie ich das hinkriege. Er bietet mir leider gerade keine Auflösungsumstellungen an hier. Aber das ist vielleicht akzeptabel. Sie können sich ja auch so zu Wort melden jetzt. Dann haben wir das neu. Und jetzt würde ich gerne heute als erstes mit Ihnen besprechen, wie wir dieses Semester vorgehen wollen. Wir haben ja jetzt einiges ausprobiert. Sie kennen die Sache aus dem letzten Semester. Das machen wir natürlich nicht, sondern wir sind. Ich werde in Präsenz hier im Hörsaal sein, mit Ihnen zusammen, mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die eben noch angebracht sind. Sie sehen das, wir tragen alle Masken. Ah ja, vielleicht kann ich da noch darauf hinweisen, ist Ihnen das aufgefallen, neben den großen Hörsälen haben Sie die QR-Codes für die Corona-Waren-App. Auch wenn das jetzt irgendwie altmodisch erscheint. Sie können sich mit der Corona-Waren-App einloggen. Sie wissen, die haben diese Warnfunktion, wenn Sie per Bluetooth in der Nähe waren. Aber in dem großen Raum hier sind wir natürlich trotzdem gemeinsam in dem Raum gewesen. Das heißt, wenn Sie sich dort oben einchecken, Sie scannen den QR-Code und wenn dann später jemand positiv ist, kann man warnen über die App und Sie kriegen die Warnung und wissen zum Beispiel, ob Sie jetzt irgendwelche besonders gefährdeten Personen in den nächsten Tagen besuchen wollen oder nicht. Also das ist, glaube ich, noch eine ganz sinnvolle, freiwillige Sache. Kennen das gespeichert noch nirgendwo was, das läuft alles auf Ihren Geräten. Okay,
Also vor Corona war die Variante die, ich habe 2 Stunden lang hier an der Tafel so die Theorie entwickelt und Sie haben dann hinterher das Übungsblatt bekommen und geschaut, wie Sie das, was wir hier gemacht haben, auf die Übungsaufgaben anwenden. Und das ist für die Dozentinnen irgendwie recht befriedigend, weil man malt so ein schönes großes Gemälde, entwickelt die ganze Theorie von null auf, alles hängt schön zusammen. Und manchmal sagen sie, oh Mensch, mehr Beispiele oder sowas in der Richtung. Das sind so die Erfahrungen damit. Dann haben wir hier zu Corona-Zeiten jetzt. Irgendwas ist noch komisch, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich entschuldige mich, dass ich hier immer wieder gucke. Aber ich frage mich, ob ich eigentlich gesehen werde, gehört werde. Muss mal gucken. Also wir haben ja jemand hier zugeschaltet per Zoom. Wenn Sie mir in den Zoom-Chat, naja, hören Sie nicht, wenn ich jetzt frage, ob Sie mich hören. Ne? Hört und sieht alles. Okay, perfekt. Ja, das fängt schon gut an. Ich muss jetzt mal den Faden verlieren hier. Ja, dann die Variante aus dem letzten Wintersemester, die kennen Sie. Ich habe immer diese Anleitungen für Sie vorbereitet. Und dann haben wir in der Live-Veranstaltung, die jetzt hier im Hörsaal stattfindet und nicht mehr auf YouTube, haben wir dann die Möglichkeit, mehr Fragen zu beantworten, Beispiele zu rechnen, vielleicht die Beispiele, die schon in der Anleitung erwähnt wurden oder auch andere. Und es ist so ein bisschen die Frage, was Sie sich wünschen und wie Sie das wahrgenommen haben. Sie haben natürlich keinen direkten Vergleich. Ich hab einige Beobachtungen, habe auch Meinungen dazu. Aber ich würde vielleicht, falls ich habe schon gesehen, es gibt ja schon ein paar Kommentare auf der Chatwall dazu, bitte keine klassische Vorlesung, lieber so ähnlich wie letztes Wintersemester, wenn Fan schon flippt, Classroom, Präsenz ist gut, nicht Plusquamperfekt, genau. Anleitungsvideos und so weiter. Vorlesung, am liebsten klassische Vorlesung, kommt auch hier, ne? Am liebsten Präsenzveranstaltung, aber auch die Anleitungen, genau, also weggenommen wird eh nichts. Mag jemand hier aus dem Saal einfach mal mündlich was ergänzen? Sie haben jetzt auch schon zum Teil da was hingeschrieben. Ja. Also ich finde die Anleitung eigentlich ganz gut, da kann man sich immer nochmal dran orientieren, auch wenn man später lernt, was man eigentlich gemacht hat. Wobei manchmal fand ich die reine Fragestunde manchmal ein bisschen zäh, wenn man dann einfach quasi nur das gemacht hat, was auf der Anleitung schon drauf stand. Vielleicht kann man es ja irgendwie so kombinieren, dass man irgendwie bisschen was an Theorie im Präsenz macht und dann halt irgendwie der Vorlesung und Fragestunde oder sowas. Okay, also hier im Prinzip die Struktur vom letzten Semester, sagen Sie, aber vielleicht könnte man manchmal einen Infoblock hier drin haben, nicht eine reine Fragestunde. Ja, das habe ich mich in der Tat in der reinen Online-Lehre jetzt nicht getraut, Ihnen mal eine halbe Stunde lang irgendwas Neues da vorzustellen, aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass wir da ein bisschen mischen, ja. Aber das wäre Basis erstmal so ähnlich, wie Sie es aus dem letzten Semester kennen. Gibt es da Gegenrede oder Zustimmung? Ja. Ich will einfach zustimmen. Perfekt, ich habe ja gefragt, ob es Zustimmung gibt. Deswegen ist es ja vollkommen legitim. Ja, danke. Ja, hier ist noch eine Wortmeldung. Genau, ich glaube, ich würde dann erstmal dahin gehen. Das Problem ist, bei mir ein bisschen bei der Zeitaufgabe. Also, wenn wir uns die Anleitung des Haus angucken, dann braucht man eine Schaffstunde, wenn wir dann nochmal 3 Stunden hier in die Vorlesung bekommen. Also, ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, wenn wir die Vorlesung machen. Okay, also, Sie sagen Zeitaufwand, Anleitung gucken kommt dazu. Da kann ich natürlich jetzt noch ein bisschen was sagen, wie das in der klassischen Variante war und auch oft dann bemängelt wurde, dass sie sagten, ja Mensch, nachdem ich die Vorlesung besucht habe,
Wenn ich dann das Übungsblatt rausziehe, habe ich noch gar nicht das Kochrezept für die Aufgaben, sondern dann wird die Vorlesung nachbearbeitet. Am angenehmsten anhand des Übungsblatts. Man hat irgendwas zu lösen und schaut dann wieder, was haben wir gemacht. Und das heißt, dieser Zeitaufwand, der nach dem Besuch der Vorlesung und dann, bis man sich durchs Übungsblatt durchgeht, anfällt, den haben wir vor dem Live-Termin gelagert. Also es ist tatsächlich nicht so, ich sehe das auch, Sie haben angegeben, immer in den Vorlesungsumfragen gab es irgendwo so einen Blog, wie viele Stunden verwendet man insgesamt pro Woche, noch außerhalb der Kontaktzeiten. Das war so gedacht, dass das nicht hochgeht und das ist auch nicht hochgegangen. Also rein von den ECTS-Punkten her wissen Sie, die Punkte, die Sie hier kriegen, entsprechen ja immer, jeder Punkt entspricht 30 Stunden. Wenn Sie das so über das Semester rumrechnen, dann sind Sie bei einer Größenordnung, wo Sie nicht 4 Stunden sehen, Ihre Übungsgruppenleiterin, Ihren Übungsgruppenleiter 2 Stunden sehen, haben Sie 6 Stunden pro Woche und dann kämen nochmal 6 Stunden zusätzlich für Sie, ohne dass Sie jemand von uns sehen, drauf. Und von der Zeit haben wir eben versucht, was vor die Termine hier zu legen. Also es sollte eigentlich nicht mehr Zeitaufwand werden. War nicht so gebastelt und sah auch bei den Umfrageergebnissen nicht so aus, als ob es mehr geworden wäre, weil diese Frage gab es vorher und hinterher. Aber es ist klar, es fühlt sich manchmal so an, wenn man die neuen Sachen zum ersten Mal da sieht, sodass man jetzt da was zusätzlich reinstecken muss. Okay, weitere Kommentare oder Unterstützung oder Gegenrede? Ich möchte da vielleicht gleich mal was ergänzen, dass ich persönlich das Gefühl habe, dass es mit Flipped Classroom eher weniger Zeitaufwand. Weil wenn ich in einer klassischen Vorlesung sitze, dann kann ich mir hier 2 Stunden lang irgendwelche Herleitungen und Beweise anschauen. Bringt mir persönlich jetzt aber nicht so viel, wie wenn ich tatsächlich interaktiv, wie es ja vorher jetzt auch war, irgendwie spezielle Beispiele rechnen kann oder nochmal nachfragen kann, warum zerlege ich das jetzt so oder faktorisiere ich das so. Dadurch habe ich weniger Aufwand nach dem Übungsblatt, wie wenn ich versuche, mir selber irgendwie das Mathe-Chinesisch in meine eigene Sprache zu übersetzen. Okay. Das hängt ein bisschen davon ab, wie Sie arbeiten. Wenn Sie sagen, ich sehe hier, der Herr Keppeler hat mir ganz viel Material angeboten, da gibt es die Anleitungen, dann gibt es nach den Übungsblättern gibt's noch Lösungsvideos, dann gibt es die Veranstaltung hier, dann gibt es die Übungsgruppe. Und wenn man alles mitnimmt, alles Material, was da ist und alle Veranstaltungen, dann kann der Effekt eintreten, dass man dann irgendwann auch Sachen mehrfach macht, an einem Punkt, wo man sie schon kann. Wenn ich Ihnen zu viel anbiete und jetzt schauen Sie sich noch ein Video an und noch ein Video und noch ein Video und eigentlich müssen Sie selber rechnen in dem Moment. Und wenn Sie dagegen sagen, okay, ich weiß, hier wird ein Beispiel vorgerechnet, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Hier ist jetzt ein bisschen Hintergrundinformation. Ich glaube, ich habe es versucht, immer ein bisschen zu kennzeichnen, welcher Teil in der Anleitung welchen Charakter hat. Und Sie sagen manchmal, ja, da springe ich jetzt erstmal drüber. Das interessiert mich entweder gar nicht, sollte nicht, aber zumindest vielleicht nicht am Anfang, sondern da schaue ich hinterher nochmal drauf. Dann sparen Sie tatsächlich Zeit, aber dann müssen Sie auch manchmal eine Auswahl treffen. Ja, also das heißt jetzt nicht Sachen brutal weglassen, aber mir ist schon klar, dass ich Ihnen insgesamt mit den Vorbereitungssachen und auch mit den Lösungsvideos und den Übungsgruppen und so weiter dann irgendwo auch ein bisschen viel Material manchmal angeboten habe. Und dann ist es auch okay, mal das eine anzugucken und das andere auszulassen. Dann müssen Sie nur entsprechend dann auch sich bemerkbar machen und das in Ihrer Übungsgruppe klären, ob eher erwartet wird, dass Sie ein Lösungsvideo schon angucken oder nicht. Oder ob Sie eher sagen, wir rechnen Übungen von vorne bis hinten durch oder so. Okay, aber das Ihre Erfahrung, so ist es auch gedacht, aber das funktioniert nicht immer gleich gut. Ja? Also Ihre Erfahrung ist natürlich genauso gültig. Gibt es mehr? Ich langweile Sie schon.
Okay. Dann sage ich mal, hier noch? Also, es ist im Prinzip das Gegenteil, aber ich finde es auch manchmal gerade gut, dass man vielleicht auch mal eine Herleitung sieht, auch wenn man es nicht direkt komplett versteht, wo mal ein bisschen tiefer geht und schaut, woher das im Endeffekt kommt, wieso das so ist. Ja. Wahrscheinlich immer, sagt halt sehr subjektiv. Okay. Also hier der Punkt, wenn Sie mal hier sind und ich zwinge Sie jetzt einfach eine Stunde zuzugucken, dann müssen Sie halt das angucken, was ich gerade mache und können eben nicht auf Pause drücken, nicht vorspulen, nicht wiederholen. Das hat die Nachteile, die es hat, wenn man das gerne nutzt. Und es hat den Vorteil, dass man sagt, okay, jetzt hat halt mal der hier vorne das Kommando und ich gucke mal, was dabei rauskommt. Ja, es ist klar, es hat alles irgendwie beide Seiten. Ja. Aber das Ding ist ja, Sie löschen ja Ihren Kanal wahrscheinlich nicht. Also die Sachen von den letzten Jahren bleiben ja dort wahrscheinlich hochgeladen, oder? Also das bleibt ja, falls man zusätzliche Informationen braucht, andere Beispiele etc., kann es ja auch helfen, das nochmal zu verstehen, was man gegebenenfalls in der Vorlesung vielleicht nach der Herleitung nicht so verstanden hat. Ja, also das ist ein klar, ich werde nichts löschen und Sie können dann auch, Sie haben das ja schon im letzten Semester gesehen, es gab das Skript, mit dem ich früher hier reingekommen bin als Basis und an die Tafel gegangen bin. Und es gab die Anleitung und das war natürlich eine Doppelung und vielleicht haben manche von Ihnen gerne mal im Skript ein paar Seiten nachgelesen und andere haben lieber sich auf die Anleitung konzentriert oder umgekehrt. Ja. Das werde ich Ihnen auch in Zukunft nicht nehmen, aber dann kommt genau dieser Effekt natürlich, man kann sich dann verzetteln und sagen, jetzt will ich das auch noch sehen, jetzt will ich das auch noch sehen. Und meine Botschaft ist dann, egal wie wir es machen, weil das Material ist ja da und ich werde es Ihnen nicht wegnehmen, egal wie wir es machen, gucken Sie auch im Laufe der Woche die Zeit, die Sie sich beschäftigen, dass da genug Zeit dabei ist, wo Sie dann sagen, so jetzt gucke ich aber selber eine Aufgabe an und versuche die zu lösen. Weil das ist das, wo Sie es dann wirklich lernen. Auch wenn Sie sagen, jetzt möchte ich gerne noch das verstehen und möchte nochmal angucken, was hat er in dem Video aufgenommen oder nochmal nachvollziehen, was hat er uns am Montag in der Vorlesung erzählt. Das ist alles super und wichtig, aber Sie müssen gucken, dass auch immer groß genug Zeitabschnitte dabei sind, wo Sie eine Aufgabe anstarren, auch wenn Sie sie vielleicht noch nicht sofort lösen können, und rumprobieren, was Sie damit tun können. Also das ist vielleicht einfach mal so als noch, wie sollte man arbeiten, egal mit welcher Methode wir hier vorgehen. Okay, gibt es noch weitere Bemerkungen von Ihnen? Und sage ich mal noch, ich habe ja jetzt immer als Reaktion ein bisschen Beobachtungen eingeworfen. Ich sage mal noch, was meine Beobachtung insgesamt war. Ich habe viel mehr Fragen, Zwischenbemerkungen und so weiter von Ihnen bekommen, obwohl Sie mir gar nicht direkt gegenüber saßen in dieser Online-Zeit. Und das lag vermutlich, hoffentlich nicht daran, dass Sie mir nicht gegenüber saßen, sondern daran, dass wir das eben nach dieser Flip Classroom-Methode gemacht haben. Das fand ich zunächst mal recht gut und ich habe auch gesehen, dass das auch in den Klausurergebnissen sich eher positiv niedergeschlagen hat. Also mein Eindruck war, es kam dann auch mehr rüber dabei. Wie es bei Ihnen wahrgenommen wurde, in Ihrem Semester und in den Semestern davor, das war jetzt 4 Semester lang, so nach diesem Schema, das war nicht immer gleich. Also die einzigen, die den direkten Vergleich hatten, die im ersten Semester ganz klassisch hier im Hörsaal waren und im zweiten Semester dann bums auf online umstellen mussten, die waren begeistert. Die haben gesagt, alles spitze und nie wieder zurückschalten auf die andere Methode, also dann wieder im Hörsaal, aber nicht zurück zum klassischen. Also die waren ganz positiv und danach ging es immer so ein bisschen runter. Jetzt weiß ich nicht, ob ich schlechter geworden bin. Ich dachte eigentlich eher, ich hätte so ein paar Ecken vom Anfang rausgebügelt. Klar, hin und wieder das Verschalten kam noch vor, aber seltener als zu Beginn. Im Sommersemester 20 war ich zum Teil recht chaotisch in meinem Livestream. Vielleicht sagen Sie, ja, war ich immer noch so, aber gut. Trotzdem nahm das ab. Meine Vermutung ist, aber ich weiß natürlich nicht, meine Vermutung ist, das war die allgemeine Müdigkeit mit der Online-Lernerei. Irgendwann hat niemand mehr Bock gehabt und alles war irgendwie
nervig und hat vielleicht hier und da nochmal auch einen Punkt schlechter dann in der Bewertung gekriegt, weil es einem einfach auf den Keks ging, wenn man die ganze Zeit nur zu Hause am Schreibtisch sitzt. Ich weiß es nicht. Das sind nur meine Beobachtungen, die ich jetzt noch ergänze. Die würden auch dafür sprechen, dass wir als Basis die Flipped Classroom-Sache beibehalten. Aber ich möchte diese Anregung gerne aufnehmen, dass ich mal gucke, wo streichen wir vielleicht mal was aus einer Anleitung raus und sagen, es gibt dann dafür hier mal ein Stück längeren Tafel- oder Presenter-Vortrag zusätzlich drin. Aber als Struktur erstmal das Verfahren, was wir aus dem letzten Semester kennen. Haben wir lang rumgemacht, aber dann ist zumindest allen klar, wie wir vorgehen wollen. Okay, dann machen wir das mal so. Dann so den Formalkram. Sie kennen das schon. Wie geht es? Leider habe ich hier ein anderes Schreibsystem als bisher. Vielleicht haben Sie es schon gefunden. Es gibt wieder einen Kurzlink zur Vorlesungshomepage tinyurl.com/ss22-m2n. Und von da werden Sie hierhin weitergeleitet. Und da ist dann alles, was Sie brauchen, entweder direkt hier oder von hier verlinkt. Skript werde ich noch ergänzen. Es gibt wie üblich die Anleitungen und die Übungen hier drauf. Ist auch jeweils schon da. Eine Anleitung für heute hatte ich hier. Wer hat schon eifrig Anleitung geguckt, bevor Sie heute gekommen sind? Okay, super. Wer hat noch gar nicht reingeschaut, bevor Sie heute kamen? Okay, müssen wir gucken. Ich meine, wir müssen uns natürlich darauf einigen, dass ich davon ausgehe, Sie haben reingeschaut, aber weil ansonsten wird es natürlich der Killer für die, die reingeschaut haben. Aber ist klar, heute erster Termin. Ne? Ein Übungsblatt ist auch schon da, mit ein paar Integralen. Ah ja, zwei Übungsblätter sogar. Wir hatten noch ein letztes Übungsblatt im Wintersemester, was wir nicht besprochen haben. Wenn Sie Lust haben, das noch zu bearbeiten und bis Sonntag abzugeben, dann kriegen Sie Zusatzpunkte. Besprochen wird das nächste Woche in den ersten Übungsstunden. So oder so. Und dann haben wir ein Blatt jetzt mit Integrationsaufgaben drauf. Das ist dann das Blatt 1 hier, das erste reguläre Blatt für dieses Semester. Und jetzt habe ich schon Übungen gesagt ein paar Mal und das ist natürlich ganz wichtig. Wo sind wir? Die Anmeldung. Oh, da wollten wir hin, nicht hin. Die Anleitung, Anmeldung zu den Übungen. Viele von Ihnen haben sich bereits angemeldet. Machen Sie das bitte so schnell wie möglich. Am besten heute. Deadline ist irgendwie morgen Vormittag oder so, damit wir eine Einteilung machen können. Ich biete Ihnen auch da. Es mag Gründe geben, warum irgendjemand. Also eigentlich sollten Sie wieder an die Uni kommen. Das ist auch das Ziel der Uni. Das Sie wieder hierher zu holen. Und ich möchte Ihnen auch hier alles auf dem Campus anbieten, aber es kann Gründe geben, warum man vielleicht irgendwas doch noch aus der Ferne machen möchte. Vielleicht haben Sie ein besonderes Risiko und sagen, es reicht, dass ich hier manchmal im Hörsaal sitze, ich muss nicht auch noch in die Übungsgruppen reinsitzen, wie auch immer, brauchen Sie auch nicht begründen. Deswegen machen wir nochmal so einen gemischten Übungsbetrieb wie im Wintersemester. Sie können sich anmelden, entweder für Präsenzgruppen oder für Online-Gruppen, so wie letzten Winter. Es sind schon eine Reihe Anmeldungen da. Wie erwartet, mehr für Präsenz und dann ist es auch gut. Ne? Also bitte unbedingt. Das schmeckt irgendwie.
bitte unbedingt die Übungsanmeldung machen. Dann sind wir im Spiel. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ansonsten finden Sie hier auf der Seite wieder eben entweder direkte Informationen oder Sie sind verlinkt von hier aus. Wenn Sie sich mal zuschalten wollen hier per Livestream, dann finden Sie in Ilias, da ist hier der Link dazu, finden Sie in Ilias die Zugangsdaten für die Zoom-Session. Die habe ich jetzt nicht da direkt auf die Webpage gepackt. Hier ist auch wieder der Link zum Discord-Server. Gerne zwischendrin Fragen, Bemerkungen und so weiter. Und zum YouTube-Kanal. Jawohl. Ja, da habe ich jetzt gerade zu den Übungen nochmal eine Frage. Wenn wir ja bis am Sonntag dieses Zusatzblatt abgeben sollen, können wir dann davon ausgehen, dass wir auch bis Sonntag schon eingeteilt sind in die Gruppen, weil sonst können wir oben nichts. Ja, genau. Also, deswegen ist die Deadline irgendwann morgen Vormittag und dann werden im Laufe des Freitags noch die Übungsgruppen eingeteilt. Das wird ja so halbautomatisch am Rechner gemacht und tatsächlich wird es für den gesamten Mathefachbereich werden die gleichzeitig eingeteilt. Also wenn Ihre ÜbungsgruppenleiterInnen zum Beispiel in einer anderen Veranstaltung als TeilnehmerInnen drin sind, dann achtet das drauf, dass es da keine Kollisionen gibt. Deswegen, das soll dann alles am Freitag passieren und Sie kriegen eine E-Mail, wenn die Einteilung gemacht ist. Also Sie brauchen da nicht irgendwie vorher nachgucken, sondern in dem Moment, wo Sie eine E-Mail kriegen und die sollte am Freitagabend, spätestens am Wochenende, irgendwann kommen, dann wissen Sie, in welcher Übungsgruppe Sie sind und dann können Sie wieder auf OM Abgaben hochladen. Und das machen wir auch so. Wir haben ja noch den gemischten Übungsbetrieb. Wir behalten das einfach bei. Sie kennen das schon. Also Sie geben Ihre Übungsabgaben genauso ab wie letztes Semester, indem Sie die auf OM hochladen und Ihre ÜbungsgruppenleiterInnen können Sie dann auch wieder auf einem Tablet korrigieren und ihnen zurückgeben. Also ich schreibe mir hier noch hin. Irgendwie nimmt das immer meinen ersten Strich, ne? Okay, gibt es dann im Moment zu dem ganzen Formalkram, dass wir zumindest arbeitsfähig sind, noch irgendwelche Bemerkungen oder Fragen? Okay. Dann machen wir ein bisschen Mathe. Wir haben ja sogar in der ersten Stunde noch ein paar Minuten Zeit. Doch noch eine kurze Frage. Ja. Der Klausurtermin, der steht fest zu dem Zeitpunkt, oder? Also ich glaube, es wird irgendwas vom 2.8. habe ich im Kopf. Ja, genau, der Klausurtermin, das ist, glaube ich, ist ein Dienstag, kann das sein, das steht hier irgendwo. Das ist dann direkt nach Ende der Vorlesungszeit, in der ersten Woche der vorlesungsfreien Zeit. An dem Dienstag haben wir dann die Klausur. Ja, die müssen immer groß koordiniert werden, weil Sie wissen ja, hier sind viele verschiedene Studiengänge drin und dann ist es mit den Kollisionen schwieriger als bei manchen anderen Veranstaltungen. Deswegen wird der dann immer übers Dekanat gemacht. Okay. Wollen Sie weiterhin hier auf Quizfragen im Feedback antworten? Dann können alle einen Daumen hoch, Daumen runter angeben, aber dann müssen Sie auch ein bisschen eingeloggt sein. Ich weiß nicht, was der Access Point hier schafft, aber wir können sie mal ausprobieren. Also das sieht ja schlimm aus. So ist es besser. Machen wir mal das hier. Integral 0 bis unendlich
1 durch x plus 2 dx. Nun das mal das Integral a. Ich frage Sie auf Feedback, hat das einen endlichen Wert? Ist das vielleicht unendlich? Ist das vielleicht minus unendlich oder ist es womöglich gar nicht definiert? Sie erinnern sich auch, das hatten wir manchmal, wenn wir irgendwie 1 durch x über die 0 weg integriert hatten, dann war da gar nichts mehr definiert. So, wenn die ersten paar abgestimmt haben, dann hat das natürlich einen Einfluss, wenn ich Ihnen das gleich zeige, während die Abstimmung läuft. Ne? Aber ist okay. Also klicken Sie gerne mal, geben Sie gerne mal Ihren Tipp ab. Endlicher Wert und plus unendlich führen bisher. Mag noch jemand oder haben Sie noch? Achso, wenn das mit dem, falls das, ich weiß nicht, wie gut das mit dem QR-Code klappt hier oben. Ansonsten, Sie können auch das eintippen. Ne? EG 71 ist es heute, diese Endung hier. Hat einen endlichen Wert, liegt stark vorne. Minus unendlich und nicht definiert, kommt nicht in Frage. Aber plus unendlich ist auch dabei. Okay. Wie fehlen mir hier Werkzeuge? Na gut, muss ich nicht lernen. Also, endlicher Wert gewinnt. Aber ich bin nicht dafür. Das fällt zu langsam ab. Gucken Sie mal. Das macht ja plötzlich gerade Striche. Naja, egal. Also 1 durch x plus 2 von 0 bis unendlich. Bei x gleich minus 2 wäre der Nenner 0. Aber das macht uns keine Probleme hier. Das heißt, wir haben irgendwie so ein Bild. Unser Funktionsgraph wird irgendwie so aussehen. Und die Frage ist, haben wir jetzt hier unten drunter, vor allem hier so ins Unendliche gehend, haben wir da eine endliche Fläche oder haben wir eine unendliche Fläche darunter? Und tatsächlich haben wir eine unendliche Fläche drunter, weil es zu langsam abfällt. Ui. Ich muss irgendwo eingestellt haben, dass ich gerade Linien zeichne, aber ich weiß nicht wo. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich jetzt verbockt habe. Mit einem anderen System kam ich besser klar. Das könnte einkreisen hier, aber dann noch das hier irgendwer wie Kasper. Gut, also das fällt zu langsam ab. Wenn wir das integrieren, dann kriegen wir als Standfunktion den Logarithmus.
Wenn wir dann die obere Grenze einsetzen, haben wir einen Logarithmus von unendlich und der Logarithmus wächst zwar langsam an, aber der ist immer noch unendlich. Das heißt, dieses Integral hier hat tatsächlich als Ergebnis unendlich. Hey, ich kann wieder schreiben. Gut. Okay, jetzt ändern wir das mal ein bisschen. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, das Alte sichtbar zu lassen im Hörsaal. Zu Hause am Bildschirm nicht. Wie sieht es denn mit diesem Integral aus? 1 durch x plus 2 ins Quadrat dx. Wieder von 0 bis unendlich. Nennen wir das mal das Integral b. Und dann frage ich Sie wieder, hat dieses Integral einen endlichen Wert? Ist es plus unendlich? Ist es minus unendlich? Oder ist es vielleicht gar nicht definiert? Und natürlich, Sie dürfen auch gerne hier die Hand heben und unterbrechen und Bemerkungen machen. Das geht jetzt ein bisschen einfacher als vorher. Also hier kommen die ersten Stimmen rein. Diesmal ist alles dabei an Antworten. Aber eine liegt vorne. Das Bildchen wird ähnlich aussehen. Auch hier, bei x gleich 0, beginnen wir irgendwo endlich. Wenn wir nach rechts gehen, kommen keine Singularitäten. Das geht hier jetzt irgendwie runter. Und die Frage ist wieder, geht das schnell genug runter, sodass wir hier drunter, obwohl sich die Fläche ins Unendliche erstreckt, endlichen Flächeninhalt haben, oder geht es zu langsam? Aber ich glaube, auch hier sollte sich zwischen Plus und Minus unendlich Plus unendlich oder endlicher Wert jetzt wieder entscheiden. Wieder waren die meisten für endlicher Wert. Und da stimme ich jetzt diesmal zu. Wenn wir hier eine Stammfunktion suchen, dann wird die Stammfunktion noch sowas wie 1 durch x plus 2 drin haben, mit irgendwie einem Minusvorfaktor. Und wenn wir da an die obere Grenze gehen, kriegen wir einen Beitrag 0, ne? 1 durch unendlich. Das heißt, da fliegt uns das nicht mehr um die Ohren. Also das hat jetzt tatsächlich einen endlichen Wert. Dieses Integral. Wie sieht es aus mit diesem Integral hier? Machen wir mal 0 bis unendlich. 1 durch x² dx. Das nennen wir c. Hat das auch einen endlichen Wert? Plus unendlich, minus unendlich, nicht definiert. Was passiert hier in diesem Fall? Sie können wieder abstimmen. Also wie bei den bisherigen Abstimmungen hat einen endlichen Wert vorne. Das ist Ihnen einfach am sympathischsten, wenn diese Integrale einen endlichen Wert haben und nicht irgendwie uns um die Ohren fliegen.
Wie sieht denn das hier aus? Hier haben wir jetzt einerseits, dass sich das nach rechts bis ins Unendliche erstreckt. Aber andererseits haben wir auch noch, dass es sich nach oben bis ins Unendliche erstreckt. Also irgendwie so. Wir haben sowohl hier, müssen wir gucken, was da oben passiert, als auch hier. Und das ist jetzt so, das geht hier schnell genug zur X-Achse runter. Genauso schnell wie das hier oben. Alles, was schneller als 1 durch x darunter geht, ist gut. Aber hier geht es zu langsam zur y-Achse hin. Wir sehen das auch wieder, wenn wir hier eine Stammfunktion suchen, dann wird die sowas wie 1 durch x oder genauer minus 1 durch x sein. Da haben wir an der oberen Grenze bei unendlich keine Probleme. Aber bei der unteren Grenze setzen wir 1 durch 0 ein. Wir kommen aber von der positiven Seite her. Wir sehen das hier auch auf dem Bildchen. Es ist eine positive Fläche. Das heißt, hier wird jetzt tatsächlich wieder plus unendlich rauskommen. Hier wieder plus unendlich. Ah, das hat sich gar nicht so stark durchgesetzt. Wieso genau können wir das jetzt nochmal definieren, das Grenzen? Also, was haben wir gemacht, wenn wir so ein Integral angeguckt haben? Wir haben gesagt, gut, das ist erstmal ein Problem mit diesen Sachen, die alle unendlich werden. Wir packen hier irgendwie eine Grenze rein. Wir nennen das hier wegen mir k und das hier epsilon. Und dann betrachten wir das Integral von epsilon bis k. dx durch x Quadrat. Und schauen uns dann den Limes an. K nach unendlich und Epsilon nach 0 und zwar von rechts kommt 0 plus. So definieren wir das überhaupt erstmal, wenn wir hier so eine obere Grenze unendlich haben oder wenn an der unteren Grenze oder unterwegs irgendwo der Integrand unendlich wird. Definieren wir das so. Und jetzt sind wir hier in der Situation, Limes Epsilon nach 0 plus, Limes K nach unendlich. Was haben wir hier als Stammfunktion? Minus 1 durch x können wir nehmen, in den Grenzen Epsilon bis K. Und dann haben wir also hier unsere Limites, Epsilon nach 0 plus, K nach unendlich. Jetzt haben wir hier obere Grenze, haben wir 1 durch k, untere Grenze mit einem zusätzlichen Minuszeichen, da wird dann Plus raus, 1 durch Epsilon. Ja. Entschuldigung, Klammer drumherum. Und jetzt sehen wir, wenn wir k nach unendlich schicken, dann geht das hier gegen 0 und wenn wir Epsilon nach 0 schicken, und zwar immer positiv sind, dann geht das wirklich gegen plus unendlich hier. Deswegen ist das definiert, in dem Sinne, wenn wir unendliche Sachen mit einbeziehen, weil wir das richtige Vorzeichen auch mit rausdrücken. Wir sehen, es ist egal wie schnell wir das k nach unendlich und das Epsilon nach 0 schicken, da muss ich nicht irgendwas gegenseitig aufheben oder so. Wenn sich was gegenseitig aufheben müsste und nur durch Intakt Limites bilden, was Vernünftiges rauskäme. Dann wären wir in der Situation, wo wir sagen, nicht definiert. Aber hier können wir vollkommen unabhängig voneinander den einen Limes und den anderen Limes bilden und kriegen immer das gleiche Ergebnis,
nämlich dann wirklich plus unendlich hier raus. So. Online haben wir nie Pause gemacht. Jetzt wäre die erste Stunde rum. Den Hörsaal machen wir normalerweise eine Schnaufpause. Wollen Sie das auch machen? Sie sind es schon so gar nicht mehr gewohnt, dass Sie mit den Schultern zucken, wenn ich danach frage. Ne? Wer ist dafür, dass wir immer eine Pause machen in der Mitte? Wer möchte lieber ohne Pause durchbolzen und schneller fertig sein? Boah, das geht fast. Ja, die ersten waren in der Mehrheit, okay. Dann machen wir jetzt, peilen wir sowas wie eine 10-Minuten-Pause an und dann vielleicht 5 vor fertig sein oder sowas, statt die Viertelstunde Pause, wie es klassisch immer war, so als Kompromiss. Wir probieren es mal, wenn es Ihnen gut oder schlecht vorkommt, geben Sie mir demnächst Rückmeldung, was Ihnen für die Zukunft lieber ist. Also um 13 nach machen wir weiter, schreibe ich Ihnen weitere Integrale an. Und wir lernen noch was Neues. Bis gleich. Thank you.
Thank you.
Ich habe die Zeit benutzt und Ihnen schon ein weiteres Integral angeschrieben. Nochmal die Frage, immer die gleiche Frage. Integral 0 bis unendlich, 1 durch x minus 2 dx. Endlicher Wert, unendlich, minus unendlich, gar nicht definiert, was ist hier der Fall? Und solange Sie gerade noch gucken, und hier, gucken Sie mal, schöner Gleichstand bei drei Lösungen gerade. Solange Sie noch drüber nachdenken und hier einloggen, ich habe eine Sache vergessen zu fragen. Waren Sie alle im Wintersemester dabei? Sind Sie jetzt alle in Ihrem zweiten oder höheren Semester? Oder gibt es Leute, die jetzt im ersten Semester sind? In manchen Studiengängen, jawohl, Physik, Lehramt oder Chemie oder so, wird man manchmal auch im ersten Semester hier rein geschickt. Okay, Sie haben Mathe 1 schon gehört, das vergisst man ja nie wieder. Okay, und das ist welcher Studiengang? Nanoscience, okay. Bachelor of Education Physik, genau. Also, Sie dürfen auch gerne nachher nochmal geschwind zu mir kommen, dann kann ich vielleicht noch ein paar Worte sagen. Das ist natürlich so, inhaltlich baut Mathe 2 auf Mathe 1 auf. Und deswegen ist es ein bisschen brutal, wenn Sie als erstes in Mathe 2 reingeschickt werden. Aber die Themen sind schon für sich studierbar. Und ich habe immer Leute drin, die auf dem Weg als erstes in Mathe 2 sind und das auch erfolgreich absolvieren und danach Mathe 1 machen. Es gibt so ein paar Ecken, ja, Ihre KommilitonInnen hier haben alle eifrig Taylor reingelernt, vielleicht stöhnen sie jetzt oder so sogar. Das ist was, was ihnen jetzt fehlt, wenn sie die Schulmathematik mitbringen. Und dann ist es so, sie dürfen mich gerne fragen, wenn sie irgendwo sagen, ui, das ist jetzt aber gerade komisch, das kommt mir irgendwie wild vor, kann ich das überhaupt verstehen, dass sie mir Bescheid geben, wenn sie irgendwo hängen, dass ich ihnen sagen kann, sie hängen jetzt hier an was, wo alle anderen gerade auch dran kämpfen. Oder Sie hängen wirklich an was, was Sie nicht gehört haben. Und die anderen sagen, ganz locker, easy, das haben wir ja im Wintersemester gemacht. Und dann kann ich Ihnen sagen, wo Sie gucken müssen. Es ist also nicht jedes Mal, wenn Sie denken, ui, ist jetzt aber schwierig, kriege ich nicht gleich hin oder so, liegt es daran, dass es auch was aufbaut aus dem Wintersemester. Aber manchmal kann es natürlich sein, und dann ist es für Sie wichtig zu wissen, welche Art von Problem Sie gerade haben. Also da dürfen Sie gerne dann in der Pause oder nach der Vorlesung auf mich zukommen und dann versuche ich Ihnen da ein bisschen Tipps zu geben. Aber das funktioniert normalerweise schon, dass man den zweiten Teil macht und es gibt auch keine formalen Bedingungen, dass man den ersten schon erfolgreich gemacht haben muss, um den zweiten besuchen zu dürfen. Also, alle herzlich willkommen und auch meine neuen HörerInnen herzlich willkommen nochmal. Jetzt ist es dunkel geworden hier. Plus unendlich setzt sich durch bei diesem Integral. Zum ersten Mal sind auch viele für nicht definiert. Tatsächlich ist es das. Also dieses Ding hier hat, so wie es da steht, keinen wohl definierten Wert. Ja, das ist. Woran liegt das? Das können wir auch in der Skizze sehen. Wenn wir hier den Funktionsgraph malen, dann haben wir bei 2, sagen wir mal, hier ist die 2,
Und wenn bei der 2 die Stelle, wo der Nenner 0 wird, aber der Zähler nicht, und dann fällt hier drüben das Ding ab, und hier sieht es so aus. Wir haben hier so eine Stelle, wo es von links kommend nach minus unendlich und von rechts kommend nach plus unendlich geht. Also wir hätten jetzt bei unserem Integral, hier bei der 0 ist alles in Ordnung, aber wir müssten gucken, was passiert hier, was passiert hier und was passiert hier. Und tatsächlich ist es so, an allen drei Stellen geht es zu langsam zur Achse. Also sowohl die Fläche, die hier hinten drunter ist, ist unendlich groß. Die Fläche, die hier oben ist, ist unendlich groß. Und die Fläche, die hier unten noch kommt, ist unendlich groß. Das kennen Sie auch wieder, wenn Sie das vorsichtig definieren. Dann haben wir jetzt hier tatsächlich drei Linie-T's. Da ziehen wir irgendwie eine Wand hier ein, die wir von links zu 2 schicken, eine Wand hier, die wir von rechts zu 2 schicken und hier eine Wand, die wir nach unendlich schicken. So würden wir das vorsichtig definieren. Und damit würden wir dann vorsichtig diese drei unendlich großen Flächen abtasten. Und jetzt kriegen wir aber zweimal was Positives und einmal was Negatives. Und jetzt hängt es davon ab, wie schnell wir unsere grünen Wände hier verschieben, ob wir zu einem bestimmten Zeitpunkt immer mehr Negatives oder mehr Positives bereits mitgenommen haben. Das heißt, wenn ich einfach nur sage, ich möchte diese drei Limites bilden, unabhängig voneinander, dann ist es nicht definiert, sondern ich muss sagen, mache ich das in einer bestimmten Reihenfolge, erst den einen, dann den anderen, mache ich das im Takt. Zum Beispiel die beiden hier immer gleich weit weg von der Achse, dann hebeln sich die Flächen darunter gerade schön gegenseitig weg. Oder ich schiebe die eine schneller zu dieser senkrechten Asymptote hin als die andere. Dann kann alles Mögliche passieren. Also je nachdem, wie wir jetzt unsere drei grünen Wände hier im Takt verschieben, und wir haben das letztes Semester mal ausprobiert bei 1 durch x um die 0 rum, und das ist hier das gleiche Problem. 1 durch x minus 2 um die 2 rum, hat genau das gleiche Problem dort. Wenn wir die schönen Takt verschieben, können wir jeden beliebigen Wert, den wir haben wollen, uns daraus basteln an der Stelle. Wir können unendlich kriegen, wir können plus, minus unendlich kriegen, und dann hätten wir jetzt in dem Integral als zusätzliche Komplikation noch, dass hier nochmal was dazukommt. Aber eigentlich genügt es, hier hinzugucken und zu sagen, nee, ist gar nicht definiert. Immer wenn wir über sowas wie 1 durch x an der Stelle, wo der Nenner unendlich wird, also 1 durch x bei 0 oder 1 durch x minus 2 bei 2 oder 1 durch x plus 2 bei minus 2, immer wenn wir über sowas drüber weg integrieren, ist es gar nicht mehr definiert. Also hier nicht definiert. So machen. Dann bleibt für Sie im Saal das noch stehen hier auf der anderen Seite. Dann hätten wir noch ein Integral hier. 0 bis unendlich. 1 durch x plus 1 mal x plus 2 dx. Wieder die gleiche Frage, das ist jetzt unser Integral e. Wieder die gleiche Frage, e wie endlich, unendlich, plus unendlich, minus unendlich oder vielleicht gar nicht definiert. Wie sieht es bei diesem Integral hier aus? Wie gesagt, Sie dürfen gerne im Feedback abstimmen, was Sie glauben. Sie dürfen auch, wenn Ihnen dazu was einfällt und Sie irgendwie eine Bemerkung loswerden wollen, die einfach hier ergänzen.
Okay, der endliche Wert führt wieder, habe ich nicht vorhin gesagt, das ist uns am sympathischsten. Aber ist es auch richtig? So, wollen Sie noch? Okay, ich stoppe schon mal wieder. Das ist richtig. Dieses Integral hat einen endlichen Wert. Und die Begründung ist die gleiche wie vorhin bei Integral c. Bei 1 durch, oh Entschuldigung, nein, das hat ja keinen endlichen Wert. Nee, bei Integral b, bei 1 durch x plus 2 ins Quadrat. Denn wir haben unterwegs keine Probleme. Also der Integrant wird nicht irgendwann auf dem Integrationsweg unendlich. Hier der Nenner wird manchmal 0, aber bei minus 1 und bei minus 2, und da wir von 0 bis unendlich integrieren, ist das nicht dabei. Das heißt, qualitativ ist es wieder so ein Bild, wie wir vorhin schon öfter hatten. Wir beginnen hier irgendwie endlich und dann geht es hier runter. Und die Frage ist wieder, geht es schnell genug zur Achse hin? Es geht gegen 0. Sodass diese unendliche Fläche, die wir hier hinten sehen, dass die, also die sich bis ins Unendliche erstreckende Fläche, dass die einen endlichen Flächeninhalt hat oder nicht. Und jetzt können wir uns das mal angucken. Wenn das x sehr, sehr groß wird, dann können wir diese 1 und diese 2 hier sicherlich vergessen. Und dann geht das so wie 1 durch x Quadrat für große x runter. Und das ist schnell genug. Es geht um die X-Potenz. Was wie 1 durch x geht oder langsamer, das ist zu langsam. Da entstehen unendliche Flächen. Was wie 1 durch x Quadrat geht, geht schnell genug zur Achse hin und dann ist eine endliche Fläche drunter. Also hier haben wir tatsächlich einen endlichen Wert. Ja, und jetzt wäre die nächste Frage, wie rechnen wir diesen Wert aus? Bei den bisherigen Integralen konnte ich immer mit meinem Bildchen hier argumentieren, warum irgendwas unendlich, endlich, minus unendlich, nicht definiert ist oder so. Ich konnte Ihnen das in den Bildern zeigen. Aber wir konnten es auch immer ausrechnen. Wir konnten Stammfunktionen angeben und Grenzwerte bilden und dann haben wir es da auch gesehen. Also es ging sowohl in zeichnerisch als auch rechnerisch. Hier habe ich das jetzt auch begründet mit der Skizze, warum da wohl was Endliches rauskommt, aber wie rechnen wir es aus? Der Witz ist, wir machen hier, wenn wir das ausrechnen wollen, machen wir hier eine sogenannte Partialbruchzerlegung. Kennt das jemand? Partialbruchzerlegung? Ah, aus der Schule oder? Nee, und dann? Ja, ja, natürlich. Also die Anleitung geguckt haben, sollten die Partialbruchzerlegung kennen. Ja, Sie haben recht. Gut, einverstanden. Ja, manchmal wird es auch, glaube ich, als fancy Thema vielleicht in der Schule mal angerissen, aber eher selten auch. Normalerweise ist das die Integrationstechnik, die dann hier neu ist. Gut, also Sie haben es auf der Anleitung gesehen. So soll es auch sein. Wir haben hier 1 durch x plus 1 mal x plus 2. Und jetzt sagen wir als erstes, das muss sich doch irgendwie so schreiben lassen. Die Zahl durch x plus 1 plus eine andere Zahl durch x plus 2. Warum lässt sich das so schreiben? Wenn wir mal, machen wir nicht wirklich, aber in Gedanken das hier auf den Hauptnenner bringen, dann ist der Hauptnenner ja gerade x plus 1 mal x plus 2. Also der Nenner, den wir auf der linken Seite sehen.
Und was passiert im Zähler? Im Zähler haben wir einmal das A hier. Müssen wir hier im ersten Buch müssen wir mit x plus 2 erweitern. Dann haben wir also A mal x plus 2. Wir haben B mal x plus 1. Also wir kriegen im Zähler einen linearen Ausdruck, also einen Term mit affin linear, also einen Term mit Konstante und einen Term mit was x-proportionalem. Und wir haben diese zwei Parameter a und b hier, die wir so einstellen können, dass wir genau den linearen Ausdruck bekommen, den wir hier oben stehen haben, nämlich diese 1 hier. Also wir passen dann a und b so an, dass nichts mehr dabei ist, was proportional x ist, und dass der Term, der eine Konstante ist, gerade den Wert 1 hat. Wenn Sie wollen, machen Sie das mal in Ruhe heute Nachmittag, bringen Sie das auf den Hauptnenner und gucken, wie Sie A und B wählen müssen. Ich habe jetzt hier eine schnellere Methode, das ist die Zuhaltemethode. Wenn wir, nein, nicht die Zuhältermethode, die Zuhaltemethode, wenn wir das A hier bestimmen wollen, dann halten wir auf der anderen Seite, hier drüben, im Nenner das zu, was unter dem A steht. Das x plus 1. Und dann setzen wir hier drüben den Wert für x ein, für den das, was wir jetzt zuhalten, 0 werden würde. Das wäre also, wir setzen x gleich minus 1 an. Dann steht hier 1 durch minus 1 plus 2, also 1 durch 1. Und dann schließen wir daraus, dass dieses a 1 durch minus 1 plus 2, also 1 ist. Und dann halten wir das x plus 2 zu, deswegen Zuhaltemethode, und finden auf dem Weg das b. Jetzt müssen wir das x gleich minus 2 setzen, in dem, was nach dem Zuhalten noch übrig ist. Also halten Sie ruhig, wenn Sie schreiben, auf dem Papier einfach mal zu und setzen ein. Das kann ich hier nicht vornehmen. Dann finden wir, b ist 1 durch, jetzt ist der x plus 1 Term ist noch übrig und dann müssen wir das x gleich minus 2 setzen. Also minus 2 plus 1. Also b gleich minus 1. Und wenn wir uns fragen, ob das funktioniert hat, probieren wir das einfach mal aus. Also die Behauptung ist jetzt, dass 1 durch x plus 1 minus 1 durch x plus 2 das gleiche ist wie das, was hier am Anfang stand. Bringen wir das auf den Hauptnenner, dann steht hier x minus 2 minus, Entschuldigung, x plus 2 minus x minus 1 durch x plus 1 mal x plus 2. Jetzt gehen die x hier weg und die 1 bleibt von 2 minus 1 bleibt eine 1 übrig, genau das, was wir haben wollten. Okay. Also das ist die schnelle Methode. Jetzt ist es ein bisschen klein. Kann man gerade noch so lesen, oder? Aber kleiner darf ich nicht schreiben. Ne? Und jetzt natürlich die Frage, wieso funktioniert das? Also das, was ich zunächst beschrieben habe, was wir im Prinzip tun könnten, ich hoffe, das ist klar, warum das funktioniert. Den allgemeinen Ausdruck hier auf den Hauptnenner bringen und dann schauen, wie wir A und B anpassen müssen. Das heißt, wir kriegen ein Gleichungssystem für A und B. Wir haben irgendwas, wir haben hier irgendwas, irgendeinen Term, der ist proportional zu x und da stecken A und B drin. Den müssen wir 0 setzen. Und wir haben nochmal weitere A- und B-Terme, und die zusammen müssen die 1 geben. Das sind dann zwei Bedingungen für A und B, zwei Gleichungen, können wir lösen. Und dann kommen wir auch auf diese Lösung hier, dass A 1 und B minus 1 sein muss. Was ich hier gerade gemacht habe, ist, ich habe gesagt, ich möchte ja
A und B so anpassen, dass diese rot eingerahmte Gleichung hier immer richtig ist, für alle x. Das heißt, ich kann auch irgendwelche x einsetzen, hier, hier und hier drüben. Und auch das gibt mir dann eine Gleichung für A und B. Also ich schaue zum Beispiel, im Prinzip, machen wir vielleicht clevere x, aber im Prinzip könnte ich ja sagen, ich gucke mal bei x gleich 0. Das kommt da raus, auf der linken Seite steht jetzt 1/2, rechts steht A plus B halbe. Also wissen wir, A plus B halbe muss 1/2 sein. Und dann schauen wir noch eine weitere Stelle an. Irgendeine, die uns gerade gefällt. Keine Ahnung. X gleich 1 oder so. Setzen das wieder ein. Und dann kriegen wir wieder so eine Gleichung mit A und B drin. Also auch auf dem Weg können wir uns ein Gleichungssystem besorgen, was A und B festlegt. Und jetzt wäre es natürlich besonders schön, wenn wir unser Gleichungssystem gleich so basteln, dass die erste Gleichung nur A enthält und die zweite Gleichung nur B enthält. Und es ist schneller gelöst, das Gleichungssystem. Und das ist das, was ich hier gemacht habe. Diese grünen Sachen hier. Ich habe hier in Gedanken die Gleichung mit x plus 1 durchmultipliziert. Und weil ich dann auf der linken Seite gekürzt habe, habe ich das hier zugehalten. Das war das Zuhalten. Wir multiplizieren die Gleichung mit x plus 1 durch. Und nachdem wir das gemacht haben, haben wir x nach minus 1 geschickt. Das ist jetzt unsere Punktprobe. So wie ich vorhin gesagt habe, wir könnten ja mal x gleich 0 setzen und schauen, was da für eine Bedingung rauskommt, oder x gleich 5 setzen. So setzen wir jetzt x gleich minus 1. Also, wir multiplizieren durch. Was hat das für einen schönen Effekt? Hier halten wir zu und danach setzen wir x gleich minus 1 ein. Das gab das hier. Hier, beim Durchmultiplizieren ist es weg. Das a steht jetzt alleine da. Deswegen war dieser erste Schritt hier gut. Nur noch das a steht für sich da. Da passiert gar nichts mehr beim Einsetzen. Und was ist hier beim b? Wenn wir das durchmultiplizieren, haben wir ja auch den Term hier mit x plus 1 multipliziert. Und wenn wir jetzt x gleich minus 1 setzen, ist der Term 0. Deswegen kriegen wir auf die Weise direkt das a raus. Also das ist vom Prinzip her so eine Punktprobe. Wir schauen es uns an irgendeinem x an, aber wir formen vorher die Gleichung etwas um und wählen dann das x so geschickt, dass wir direkt das a kriegen und nicht eine Gleichung mit a und b. Und das Gleiche machen wir hier unten mit dem b. Da multiplizieren wir in Gedanken mit x plus 2 durch und schicken danach x nach minus 2. Wegen dem Durchmultiplizieren mit x plus 2 ist hier ein Faktor x plus 2 mit dran. Wenn ich x gleich minus 2 setze, ist der Term weg und das b steht alleine da. Das b steht auch wirklich ganz alleine da, weil ich ein x plus 2 hier rauskürzen kann. Und auf der linken Seite habe ich eben wieder das Zuhalten. Das kommt von meinem Durchmultiplizieren. Also diese Methode ist die, die uns am schnellsten diese Koeffizienten a und b liefert. So, wenn wir das jetzt haben, jetzt können wir es integrieren. Jetzt können wir das Integral endlich ausrechnen. Jetzt vergessen wir mal die ganze Partialwurzellegung und sagen, was ist denn jetzt dieses Integral hier? Integral 0 bis unendlich. 1 durch x plus 1 minus 1 durch x plus 2 dx. Stammfunktion kriegen wir hier ein Log. Ich könnte hier einen Betrag reinmachen oder auch nicht, ist egal, wird eh gleich alles positiv. Schreiben wir Log von x plus 1 Betrag minus Log von x plus 2 Betrag in den Grenzen 0 bis unendlich. Wenn ich jetzt die Grenze einsetzen will, sage ich, ah Mist, Log von unendlich ist doch unendlich. Dann steht hier ja sowas wie unendlich minus unendlich und da weiß ich ja nie, welches das größere unendlich ist. Das ist doof. Und wie viel größer es ist. Deswegen
formen wir das noch ein bisschen um, bevor wir die Grenze einsetzen, also bevor wir den Limes x nach unendlich bilden. Wie geht das mit Logarithmusrechenregeln? Steht hier der Log von x plus 1 durch x plus 2 in den Grenzen 0 bis unendlich. Und jetzt ist besser. Wenn jetzt x nach unendlich geht, dann haben wir im Argument des Logarithmus eine 1 und der Log von 1 ist 0. Also an der oberen Grenze kommt 0 raus. Minus, was kommt an der unteren Grenze raus? Der Logarithmus von 1/2. Der Logarithmus von 1/2 ist minus der Log 2. Und ein Minuszeichen hatten wir noch. Also können wir den endlichen Wert, den dieses Integral hier annimmt, den können wir tatsächlich ausrechnen. Das ist Log 2. Ah, und ich schreibe immer Log für den natürlichen Logarithmus, den zur Basis e. Wir dürfen auch ln schreiben. Also nicht nur sehen wir hier oben, dass dieses Integral einen endlichen Wert hat, sondern mit der Partialbruchzerlegung können wir diesen Wert auch tatsächlich bestimmen. Gibt es im Moment Bemerkungen, Fragen, Beschwerden zu dieser Rechnung? Ja. Nur was formal ist, da wir ja nie Werte einsetzen, die kleiner als 0 sind, können wir ja statt den Beträgen eigentlich auch Klammern schreiben. Ja. Ja, ist hier vollkommen in Ordnung. Ich habe den nur so aus Gewohnheit, um mal dran zu erinnern, aber die Beträge spielen hier keine Rolle. Also da kommt der Logarithmus von x plus 1 durch x plus 2 raus. Ja. Also der Minus-Logarithmus von 1/2 ist nichts anderes wie der Logarithmus von 2. Ja. Das ist die gleiche Rechenregel, die mich von hier auch nach hier gebracht hat. Log von a plus Log von b ist Log von a mal b. Oder Log von a minus Log von b ist Log von a durch b. Also ist das hier der Log von 1 minus der Log von 2. Und der Log von 1 ist 0. Also das ist auch noch was, die Logarithmusrechenregeln helfen einem am Ende von so einer Integriererei mit Partialbruchzerlegung typischerweise auch nochmal. Jawohl. Ich habe irgendwie am Ende nicht verstanden, warum an der Grenze unendlich das ist. Okay. Um hier die obere Grenze anzugucken. Das heißt ja, wir müssen in dem blau unterschlängelten Ausdruck hier den Grenzwert x nach unendlich bilden. Und dieser Bruch hier geht für x nach unendlich gegen 1. Ja, wenn x sehr, sehr groß wird, können Sie die plus 1 und die plus 2 da vergessen. Zähler und Nenner sind kommen immer näher aneinander ran. Nee, unendlich durch unendlich ist es nicht. Ja, zum Beispiel der Limes von x Quadrat durch x für x nach unendlich, der wäre unendlich. Da steht auch unendlich durch unendlich, also bei unendlich durch unendlich wissen wir nicht. Sondern wir müssen wirklich uns erinnern, wie rechnet man denn? Ich habe hier leider nicht so viele Farben. Sieht man eigentlich auch gelb? Das ist unsichtbar, oder? Das mache ich lieber nicht. Gucken Sie mal nur im Argument des Log. Limes x nach unendlich. X plus 1 durch x plus 2. Das ist Limes x nach unendlich. Kürzen Sie mal x. 1 plus 1 durch x. 1 plus 2 durch x. Jetzt gehen die beiden hier gegen 0 und die 1 bleibt übrig.
Also ich muss wirklich mit den üblichen Rechenregeln, aber das habe ich vorhin im Kopf gemacht, schauen, was macht das Argument des Logarithmus für x nach unendlich, und dann habe ich noch verwendet, dass der Logarithmus von 1 eben 0 ist. So kam diese 0 hier raus. So, haben wir noch ein Integral. X durch x plus 1 mal x plus 2. Das ist das jetzt, unser Integral f ist das, oder? Wieder die Frage, endlich, unendlich, minus unendlich, nicht definiert. Okay, ja, Sie haben recht, stimmt. Vor 2 Jahren, als ich die Anleitungsvideos aufgenommen habe, hatte ich das gleiche T-Shirt an. Da hat hier jemand bemerkt, ja. Man muss auch sagen, also, dass eine Band im Jahr 2019 das Album I, The Mask rausgebracht hat, hat schon fast was Prophetisches, ne? Vielleicht war die bei der Verschwörung irgendwie mit dabei. Gut. Ja, aber hin und wieder wechsle ich das T-Shirt auf. Gut, Integral f, endlich, unendlich, minus unendlich, gar nicht definiert. Was schlagen Sie vor? Ist ja witzig, wird das da drüben echt größer, oder? Das nachträglich angezeigte. Ja, schön. Okay. Okay, es setzt sich wieder das durch, was sich immer durchsetzt, aber was nicht immer richtig ist, aber manchmal schon. Ich stopp's mal. Na, wobei. Kopf an Kopf rennen. Also gut, der endliche Wert setzt sich nochmal knapp durch. Aber unendlich wäre richtig gewesen. So, also hier kommt wieder unendlich raus. Warum? Wieder mit Bildchen. Der Integrant wird bei minus 1 oder bei minus 2 wird der unendlich. Diese Probleme haben wir nicht, da wir von 0 in positive Richtung integrieren. Ist nur noch die Frage, was passiert an der oberen Grenze. Qualitativ sieht es also wieder so aus. Wir beginnen hier mit was Endlichem und es fällt irgendwie ab. Und wir stellen uns wieder die Frage, diese Fläche hier, die sich bis ins Unendliche erstreckt, ist das eine Fläche mit einem positiven Flächeninhalt oder, Entschuldigung, ist das eine Fläche mit einem endlichen Flächeninhalt oder nicht? Und hier ist es jetzt so, wie verhält sich denn das Ding hier für große x? Für große x wächst der Nenner an wie x². Wir haben auch noch ein x im Zähler. Das heißt, insgesamt verhält sich der Integrant für große x wieder so wie 1 durch x. Und deshalb kriegen wir hier in diesem Fall wieder was, was zu langsam zur Achse hingeht. Und damit einen unendlichen Wert.
hier wieder. Langsam. Die 1 durch x. Das ist gerade zu langsam. Deswegen hier unendlich. Das könnten Sie jetzt mit der gleichen Methode ausrechnen, wie gerade eben. Das machen wir jetzt nicht, sondern machen lieber noch ein anderes Beispiel nachher. Die Partialbruchzerlegung hier hätte genau die gleiche Form. Es ist auch wieder Konstante durch x plus 1 plus Konstante durch x plus 2. Nur die a und b haben andere Werte. Die könnten wir auch wieder durch die Zuhaltemethode bestimmen. Und nach dem Zuhalten haben wir halt zusätzlich auf der linken Seite immer noch ein x. Und wenn Sie das machen, dann stellen Sie fest, dass jetzt nicht so schön b gerade das Negative vom a ist. Und dann, weil b gerade das Negative vom a war, hatten Sie hier unten ein Log und minus ein Log. Und das gab diesen Bruch. Und nachher ein 1 log a. Und jetzt vor einem der beiden Logs ein Vorfaktor dabei ist, ein anderer Vorfaktor als von dem anderen Log, dann geht er als Exponent ins Argument vom Log rein und dann haben wir am Ende hier einen Bruch, der nicht mehr gegen 1 geht. Das ist das, was hier passiert. Also wenn Sie das mal ausprobieren wollen, Sie können die Partialbruchzerlegung hier machen und dann werden Sie feststellen, dass am Schluss an der oberen Grenze jetzt nicht 0 rauskommt, sondern unendlich. Wir machen gleich noch mehr Partialbruchzerlegungen mit neuen, interessanten Sachen. Deswegen mache ich die jetzt nicht vor. Noch ein Integral. Das ist ein eckiges Integral, 0 bis unendlich. X durch x plus 1 durch x plus 2 ins Quadrat. Also ich habe nur im Vergleich zu gerade eben hier ein Quadrat noch eingefügt. Ansonsten das Integral, was wir gerade hatten, das ist jetzt unser Integral g. Hat das einen endlichen Wert? Ist das unendlich, minus unendlich, nicht definiert? Weiß der Kuckuck. Locken Sie es ein in Tweetback oder sagen Sie was dazu? Ja. Okay, hier sagt jemand, endlicher Wert, weil der Nenner jetzt größer ist als vorher. Ansonsten alles gleich. Und so ähnlich können wir es auch begründen. Ne? Qualitativ haben wir wieder das gleiche Bildchen wie die ganze Zeit schon. Und Sie behaupten, das geht jetzt hier schnell genug zur x-Achse, um einen endlichen Wert zu geben. Und das ist auch in der Tat so. Das schnell genug ist nämlich wieder 1 durch x². Wenn wir uns das angucken, der Nenner hier, der wächst doch wie 1 durch x hoch 3 an. Entschuldigung, der Nenner wächst wie x hoch 3 an für große x. Dann haben wir noch ein zusätzliches x im Zähler. Also insgesamt wächst dieses Integral, oder wächst nicht, sondern fällt, ne, verhält sich für große x, so sollte ich sagen, wie 1 durch x². Und 1 durch x² war schnell genug, um einen endlichen Wert zu liefern. Wenn wir den Wert ausrechnen wollen, dann brauchen wir die Partialbruchzerlegung. X durch
x plus 1, x plus 2 ins Quadrat. Dann haben wir wieder einen Term mit einem x plus 1 im Nenner. Ja, und dann brauchen wir bestimmt auch irgendwie einen Term mit einem x plus 2 im Nenner. Oder vielleicht ein x plus 2 ins Quadrat. Und die Antwort ist, wir brauchen beides. Wenn wir so eine mehrfache Nullstelle im Nenner haben, dann schreiben wir einmal in unsere Partialbruchzerlegung diesen einfachen Term mit der einfachen Nullstelle und nochmal den mit der doppelten. Also was wäre, wenn wir den nicht hingeschrieben hätten? Dann würden wir das auf den Hauptnenner bringen und wir würden nicht mal diesen Nenner hier unten bekommen. Schlechte Chance. Was ist, wenn wir den nicht hinschreiben? Wenn wir das, was jetzt noch hier steht, mit dem A und dem C auf den Hauptnenner bringen, dann kriegen wir zumindest den richtigen Nenner. Und was kriegen wir im Zähler? Im Zähler kriegen wir irgendwas, was in x quadratisch ist. Weil wir müssen ja hier vorne, müssen wir ja mit x plus 2 ins Quadrat erweitern. Dann haben wir also was Quadratisches im Zähler. Aber wir haben da was Quadratisches stehen mit nur zwei freien Parametern. Das heißt, im Allgemeinen werden wir A und C nicht immer so wählen können, dass wir genau das kriegen, was wir hier oben brauchen. Wenn wir dagegen noch einen Term anderer Art hinschreiben, nämlich diesen hier. Jetzt bringen wir das auf den Hauptnenner. Der Hauptnenner ist immer noch der gleiche, ist immer noch der hier. Und jetzt entsteht im Zähler wieder beim auf den Hauptnenner bringen, was in x quadratisch ist und wir haben drei freie Parameter und können die so anpassen, dass wir am Ende jeden beliebigen quadratischen Term da oben im Zähler haben. Und dann passen wir eben A, B, C so an, dass kein x-Quadrat-Term dabei steht, dass der Vorfaktor von x gerade eine 1 ist und kein konstanter Term dabei ist. Also merken, immer wenn wir eine mehrfache Nullstelle im Nenner haben, dann müssen wir mehrere Terme hinschreiben. Wenn es hier ein hoch 3 gewesen wäre, dann hätten wir das hier alles hingeschrieben und noch einen Term mit einem x plus 2 hoch 3. Ne? Dann wäre hier eine 3 gehabt. Und so weiter. Und dann klappt das immer. Okay, jetzt müssen wir die wieder bestimmen. Wir machen wieder Zuhaltemethode. Wir halten das x plus 1 zu und setzen x gleich minus 1 und auf dem Weg kriegen wir das a. Also zuhalten machen Sie selbst. Das ist x plus 1 weg, die minus 1 eingesetzt, gibt minus 1 durch minus 1 plus 2 ins Quadrat. Also minus 1. Dann halten wir mal das hier zu. Was heißt das, wenn wir das zuhalten? Das heißt, wir haben in Gedanken mit x plus 2 im Quadrat durchmultipliziert. Diese Gleichung. Wenn wir dann x gleich minus 2 setzen, dann ist der Term weg, weil hier haben wir ja mit x plus 2 ins Quadrat multipliziert, wenn wir x gleich minus 2 setzen, ist das 0. Hier haben wir auch mit x plus 2 ins Quadrat multipliziert, da können wir was kürzen, aber es bleibt mit x plus 2 übrig. Das heißt, wenn wir hier x gleich minus 2 setzen, ist der Term auch 0 und es bleibt nur das c übrig. Das heißt, mit der Zuhaltemethode, so wie gerade eben, kriegen wir das c. Minus 2 durch minus 2 plus 1. Das ist die minus 2 hier eingesetzt. Der Rest ist zugehalten. Und leider kriegen wir das B nicht mit zuhalten. Jetzt brauchen wir noch eine weitere Stelle, an der wir überprüfen, wie wir A, B, C wählen müssen, damit die Gleichung gilt. Wir haben jetzt schon einen Wert für A, wir haben schon einen Wert für C. Das heißt, wir setzen jetzt noch irgendein X ein, um B zu bestimmen.
Und das schönste x, was wir hier einsetzen können, was es am einfachsten macht, ist, wir multiplizieren mal mit x oder mit x plus 2, ist sogar egal, durch und schicken danach x nach unendlich. Wir gucken im Unendlichen. Also wir multiplizieren mit x plus 2 durch, damit das b alleine dasteht. Und dann schicken wir x nach unendlich. Was passiert dann? Dann geht der Term hier gegen 0, weil da ist ja noch ein x im Nenner übrig geblieben. Hier, x plus 2 durch x plus 1, so wie vorhin im Log mal, das geht gegen 1. Also bleibt nur das a übrig hier. Das heißt, wir haben auf der rechten Seite ein a plus b. Der Term mit c wird 0. Und was passiert auf der linken Seite? Wenn wir mit x plus 2 multipliziert haben, haben wir immer noch was mit x Quadrat im Nenner wir haben was mit x hoch 3 im Nenner und was mit x Quadrat im Zähler. Ja, wenn wir hier durchmultipliziert haben. Und dann ist immer noch der Nenner gewinnt gegen den Zähler. Also in dem Limes kommt 0 raus. Und jetzt können wir sofort schließen, aha, b ist also minus a, und das ist 1. Und dann haben wir auch a, b, c bestimmt. Also wenn wir so eine Partialbruchzerlegung mit einer mehrfachen Nullstelle machen, dann kriegen wir durch die Zuhalterei, zuhalten, die Koeffizienten über der höchsten Exponenz. Und für die restlichen müssen wir uns irgendwas Zusätzliches überlegen. Oh, und ich habe gesagt, wir hören 5 Minuten früher auf und das habe ich verpasst. Tatsächlich könnten wir jetzt den Wert dieses Integrals ausrechnen. Das sind wieder nur nochmal Logarithmen und ein anderer Term. Und die Rechnung funktioniert genauso gut wie hier. Auf dem Anleitungsblatt gab es noch eine Sache, die jetzt heute hier im Hörsaal nicht vorkam. Wir haben ja jetzt heute das hier so ein bisschen losgelöst zum Anleitungsblatt gemacht. In Zukunft hänge ich mich wieder ein bisschen enger an das Anleitungsblatt dran. Heute war es losgelöst. Auf dem Anleitungsblatt gab es auch noch den Fall, dass der Nenner komplexe Nullstellen hat. Und ein solches Integral habe ich Ihnen auch aufs Übungsblatt draufgepackt. Aber ich glaube, das kriegen Sie hin. Und ansonsten fragen Sie mich auf Discord und löchern uns irgendwie da. Dankeschön. Vergessen Sie nicht, sich für die Übung anzumelden. Ich sehe Sie am Montag. Schön, dass Sie hier sind. Bis dann. Die Abgaben sind dann immer bis donnerstags oder jetzt nur diese Woche? Wahrscheinlich. Ich werde Ihnen. Mein Plan ist, dass Sie am Donnerstag ein neues Blatt kriegen und bis zum nächsten Donnerstag abgeben. Okay. Das ist immer eine Woche Zeit und Donnerstag wäre jetzt der konventionelle Rhythmus. Okay, und nächste Woche würden Übungsgruppen schon stattfinden? Genau, nächste Woche besprechen Sie dieses Blatt 13 aus dem Wintersemester. Okay, alles klar. So. Ich gehe da raus. Alles jawohl, gut. Ich muss nur noch schön gucken, ich muss das irgendwie hier speichern. Entschuldigung, ich könnte noch so ein bisschen hacken und nebenbei die Technik aus. Ja.